Abonnieren nicht vergessen. Jo, moin Leute. Ich habe hier einen Notfall bekommen. Mit dem Problem, dass der Motor irgendwie gar nicht mehr richtig läuft. Weil er hatte quasi Diesel im Öl. Kommt von der Pumpe. Also hat er eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt, wie in meinem Video mal beschrieben. Verlinke ich mal da oben. Er hat das eigentlich ganz genial gelöst. Und zwar hat er einfach quasi Elemente geholt und hat mit denen, mit Ventileinschleifpaste, hier oben die Sitze von den Elementen gefräst. Dafür gibt es ja eigentlich ein Werkzeug. Ich das hier. Wenn der Autofokus irgendwann mal regelt. Genau, das hier, ne, so ein Ventilsitz, Ventilsitzfräser, Elementfräser, Elementsitzfräser. Scheint wohl auch funktioniert zu haben. Das Teil ist jetzt dicht. Allerdings hat er jetzt den Fehler, wie gesagt, dass der Motor nicht mehr richtig läuft. Irgendwie, wenn dann früher oder später stellt, mal auf dem Zylinder, mal auf dem. Das erste, was ich eben kontrolliert habe, war natürlich, ob die Elemente, die Regelhülsen alle gleich stehen, und das tun sie. Und dann beim Blick da drauf ist mir dann aufgefallen, dass hier drin die Stifte hier und hier weiter rausstehen als hier und hier. Und zwar ergibt sich folgendes Problem. Wir haben hier beim Pumpenelement hier vorne eine Nut. In die greift nun genau dieser Stift rein und verhindert, dass der äußere Teil vom Element sich drehen kann, wenn unten die Regelhülse den Pumpenkolben dreht. Na? Einfache Bewandtnis: Regeln tut unsere Pumpe ja eben genau mit diesen Pumpenkolben und der sogenannten Steuerkante. Hier auch mal symbolisch gezeichnet. Ich weiß nämlich nicht, wie genau die Kamera das aufnimmt. Wenn denn nun die Pumpe versucht zu regeln, dann öffnet oder schließt diese Steuerkante die Zuflussbohrung. Jetzt hat sich gerade die Kamera abgeschaltet, egal. Und je nachdem, wie geschlossen diese Zuflussbohrung ist, wird beim Pumpenhub länger oder kürzer gefördert. Das heißt, Einspritzpumpen regeln die Menge, die sie fördern, dadurch, wie lange sie fördern. Zurück zum Problem. Wenn jetzt aber nun das Element sich oben locker mitdrehen kann und da Martin das Ganze ja eingeschliffen hat mit Ventileinschleifpaste und dann natürlich drehen musste, hat er den Splint natürlich, Stift natürlich unweigerlich weggedrückt. Dementsprechend kann sich jetzt das Element obendrauf frei drehen und die komplette Einstellung ist natürlich zunichte und dann läuft der Motor natürlich, wie er gerade Lust und Laune hat. Also Stift wieder reindrücken, Element wieder ordentlich reinsetzen und dann klemme ich das Ding mal auf den Prüfstand und fahre die mal ungefähr ab und dann sollte das Problem schon behoben haben. So, ich habe dann jetzt hier mal alles offen. Von oben kann man schön auf das Pumpenelement sehen. Und ich versuche jetzt mal mit so einem Messinghäkchen hier in die Zulaufbohrung reinzugreifen. Und wie man sehen kann, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Kamera so riesig ist. Aber das Element dreht sich mit. Ja, hier kann man komplett rumdrehen, weil es einfach gar nicht mehr auf diesem Stift hält. Das heißt, ich ziehe das jetzt einfach mal ganz frech raus. Na, komm her. So. Und hol mir mal eine Taschenlampe, die sogar schon hier liegt. Jetzt haben wir hier einen freien Blick aufs Element, auf den Kolben. Und man sieht keinen Stift rausgucken. Und den Stift, den klopfe ich jetzt wieder ein Stückchen raus, hier vorne. Und dann gucken wir mal, ob es denn dann passt. So, da sind wir wieder. Vielleicht kann man es erkennen. Ich glaube, ich brauche doch die Lampe. Aber nö. Da unten, ich markiere den mit einem Pfeil. Ich versuche es zumindest nachher, den mit einem Pfeil zu markieren. Guckt wieder ein Dörnchen raus. Das heißt, wir können jetzt das Element wieder passend einsetzen, mit der Nut nach vorne.
und dann sollte das sich auch nicht mehr mitdrehen können. Das ist jetzt ein bisschen vom Liner, ist immer blöd, wenn man eine Hand mit der Kamera belegt hat. Aber, ja, da guck, das geht doch passend rein. Muss ich jetzt nur noch richten und reindrücken. Also, ich habe jetzt das Element wieder drin. Passt auch soweit wieder alles. Natürlich, wie sich das gehört, ist mir natürlich beim Rausholen der Zahnkranz von der Regelhülse ein Stück übergesprungen. Sieht man hier ganz schön. Na, während die hier schon gerade steht, stehen die schön nebendran. Das heißt, wir müssen die Regelhülse jetzt wieder eins umsetzen. Ist aber kein Hexenwerk und auch kein großes Problem. Zeige ich euch jetzt. Ich versuche mal die Kamera hier so hinzustellen, dass man das Ganze auch ordentlich sieht. Okay, da sind wir wieder. Als erstes müssen wir jetzt hier den Druckrohranschluss wieder draufschrauben. Weil ansonsten kann es passieren, dass wir uns das Element nach oben rausdrücken. Muss auch nicht fest angezogen sein, reicht schon, wenn das normal beigedreht ist. Nur natürlich nachher nicht vergessen, das Teil festzuziehen. Ja, dann brauchen wir einen Schraubendreher, ein bisschen kerniger, und drehen die Regelhülse, die falsch steht, genauso, dass wir von nach vorne gerade drauf drehen. Natürlich müsst ihr vorher aufpassen, dass die Nocke vom betreffenden Zylinder gerade auf dem unteren Druckpunkt ist, dass ihr nicht hier das Element dagegen drückt, gegen den Stößel. Jetzt steht die Kamera vollkommen im Weg. Ich versuche das mal gerade hier oben drüber. Wir drehen also das falsch stehende Element so, dass es gerade nach vorne zeigt. Dann gehen wir mit dem Schraubendreher dazwischen und drücken es aus der Führung der Regelstange raus. Wie hier, drehen die anderen Elemente so, dass das passt. Und nun, ja, es ist immer noch eins falsch. Also das Ganze nochmal. Es ist halt saublöd, weil die Kamera da steht. Ich stelle die mal gerade ein bisschen zurück, dann komme ich nämlich besser dran. Dann kann ich auch gerade drauf gucken. So. Also nochmal. Zack. Hier rüber. In die Führung. Und jetzt sind sie alle vier gerade. Okay, ich habe dann gerade doch noch einmal korrigieren müssen, weil ich halt wirklich nicht gerade von hinten drauf gucken konnte. Jetzt kann ich gerade von hinten drauf gucken. Und jetzt sieht man auch schön, dass alle wieder in einer Richtung stehen. Jetzt können wir die Pumpe mal ein bisschen mit Öl füllen, ziehen hier oben den Druckrohranschluss nochmal an, machen dasselbe nochmal mit dem anderen Zylinder, von dem ich das auch noch vermute, und dann klemmen wir das Ding mal auf den Prüfstand und gucken, was passiert. Da sind wir wieder. Ich hoffe, man versteht mich noch einigermaßen. Also ich habe die Pumpe jetzt hier schon auf dem Prüfstand und habe sie mal langsam laufen, dass mal ein bisschen Diesel überall durchgeht. Ich habe vorher natürlich noch ein bisschen Öl reingemacht. Ich gucke jetzt mal, das Prüföl müsste eigentlich warm werden. Ich warte jetzt mal noch, bis die Pumpe einigermaßen warm ist. Öl sieht man hier schön, ist genug drin. In dem niedrigen Drehzahlbereich, in dem sie momentan läuft, ist er auch in der Startmenge drin, hier vom Regler her. Da sieht man schön, dass sich die Startmengenschraube, die Regelstange immer wieder schön auf die Startmenge zurückzieht. Sobald er jetzt gleich ein bisschen schneller läuft, zieht die sich bei. Ich drehe mal die Überströmventile oben zu. Da dürfte jetzt mittlerweile eigentlich keine Luft mehr drin sein. Ja, das hört sich gut an. Es hört man auch schön, dass die Pumpe direkt anfängt zu fördern. Also
mit Druck zu fördern. Schalten wir mal in den schnellen Gang. Hier hat man das jetzt auch noch mal schön gehört, ne? Sieht man auch hier gut. Startmenge, sobald der Motor dann kommt, simuliere ich jetzt mal gerade. Zieht ihn direkt weg und lässt ihn auf den Leerlauf fallen. Ich besorge jetzt erstmal Prüfblätter. Lass die mal kurz hier auf Volllast laufen. Vielleicht mal eine Feder dran oder so. Ich habe hier normal so eine Winkelscheibe für dran, dass man die Gradstellung vom Verstellhebel sieht. Aber das ist jetzt alles ein bisschen überzogen. Keine Ahnung, ob die Feder das packt, aber man hört ja schön, da geht schon was durch. Ja, die packt das. So. Ich gehe jetzt ein Prüfblatt besorgen. In der Zeit kann die sich hier ein bisschen warm laufen. Ich sehe jetzt halt leider keine Temperatur vom Prüföl, aber das Öl hat 45 Grad und normalerweise ist hier halt dieser Aluminiumblock dran, der halt das Gehäuse von der Pumpe simuliert und über den Rücklauf sieht man dann, wie warm das Pumpengehäuse ungefähr ist. Aber kann man auch fühlen oder mit einem Infrarotthermometer messen, ist aber hier jetzt nicht so wichtig, weil ich nur einmal kurz drüber gucke. Ich bin gleich wieder da. Okay, also ich mache jetzt hier gar nicht so den großen Aufriss damit. Ich werde jetzt mal ungefähr die Gleichförderung testen, das heißt, ob die Elemente alle gleichmäßig fördern unter Volllast. Ist halt eigentlich relativ einfach. Ich habe hier schon eine zweite Feder dran gemacht, dass er auch wirklich am Volllastanschlag anliegt hier. Na, dass kein Platz mehr ist. Wir fahren jetzt mal fast die Abriegeldrehzahl. Die liegt bei 950 Touren, also 1900 Touren Motor. Dann fahren wir hier mal auf 800 und dann gucken wir mal auf 1000 Hübe, was wir da rauskriegen und ob das gleichmäßig ist. Verdammt, das ist eine Linkslaufpumpe. Ich habe mal gerade schön auf Rechtslauf die 1000 Hübe gestellt. Ich habe hier so ein Zählwerk dran. Also gerade noch mal machen. Na, dieses Mal richtig rum. Hier auf 1000. Das ist immer der schönste Prozess beim Prüfen. Da steht man nämlich einfach nur neben dran und guckt so. Wenn das mit dem Gleichfördern ungefähr stimmt, dann gucke ich mir mal noch den Vorhub an. Dafür habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Sehr professionell mit Alex gefilmt. Verlinke ich auch einfach mal wieder da. Könnt ihr euch mal angucken, ist wirklich sehenswert. Und in meinen Augen das professionellste Video, das ich auf meinem Kanal zur Verfügung habe. Gleich geschafft. Jawohl. Okay, gucken wir uns mal auf der anderen Seite an. Aber ich mache jetzt erstmal hier diesen Krach aus. Ich habe hier auf der Seite leider nicht so viel Licht. Von den Ständen hier darf man sich nicht ganz so beeindrucken lassen. Aber hier ist auf jeden Fall ein Element, das ein gutes Stück weniger fördert. Auf dem Blatt Papier soll er übrigens 40 Kubik fördern. Und das ist schon eine böse Streuung, was hier drin ist, was natürlich auch vom Alter kommen kann. Ich werde das jetzt ein bisschen nachstellen. Und dann soll das gut sein. Hier haben wir unsere Regelhülsen, ja, hier oben die Schraube. Ich markiere mir jetzt mal hier oben die Hülse auf den Zahnkranz, dass ich ungefähr weiß, wo ich gestellt habe und wie ich gestellt habe. Weil ich einfach hier mit einem Videostift einen Strich und unten auch wieder einen. Dann habe ich nämlich einen Fixpunkt, nach dem ich mich richten kann. Ja, wir haben jetzt hier, das ist die Richtung Stopp, also die Abstellstellung. Das heißt, wir müssen mit der Regelhülse natürlich ein bisschen weiter aus Stopp raus, also in diese Richtung, weil wir wollen ja ein bisschen mehr fördern. Dafür müssen wir erstmal hier oben die Schraube aufmachen. Die sich aber wehrt. Da brauche ich beide Hände für und wahrscheinlich noch einen Schlüssel. Ich probiere es noch einmal. Ne, ich gehe einen Schlüssel holen.
muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man nichts kaputt macht. Ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt, aber meine Audioqualität dürfte sich nicht verschlechtert haben. Ich habe mir nämlich neue Funkmikrofone zugelegt für den Kanal. Weil, ich weiß nicht, die internen Mikros von der Kamera, die sind zwar gut, aber wenn man immer so nah dran steht wie ich, hat man immer das Problem, dass die Audioqualität extrem leidet. Weil das 5.1 Mikrofon halt denkt, es ist irgendwas von links hinten, und das ist dann immer beim späteren Schneiden ein bisschen blöd. Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn die Audioqualität findet und ob es besser ist als vorher oder schlechter geworden ist. Ich hoffe, dass es sich verbessert hat. Ich habe einen anderen Schraubendreher geholt mit ein bisschen dickerer Nase vorne. Für genau den Fall, falls ich da jetzt was verstellt hätte, habe ich dann meine Markierung. Jetzt können wir den hier ein bisschen rüberschieben, da muss ich noch ein bisschen aufdrehen für. Keine Ahnung, ob ihr das seht auf der Kamera. Das war zu weit. Wieder, genau dafür habe ich meine Markierung. Aber fehlt schon ein bisschen was. Jetzt kann man auch mal sehen, wie viel das ausmacht, wenn man hier wirklich so, das sind jetzt 1,5–2 mm, wenn man hier 2 mm verstellt, wie viel das dann nachher beim Lauf von der Pumpe ist. Könnt ihr jetzt mal gespannt sein. So, der Lauf ist dann jetzt auch durch. Und wir erinnern uns, vorhin hatte der erste Zylinder noch 35. Jetzt haben wir ungefähr 2 mm verstellt und das sind 10 Kubik mehr. Also stelle ich ihn jetzt noch mal ein bisschen zurück, hole den zweiten noch ein kleines Stück hoch und dann gucken wir mal nach dem Vorhub. Von meiner Seite her passt das dann soweit alles. Ja, die sind ungefähr gleich. Ich mache mir da jetzt auch nicht den riesen Doktor, weil ich die Pumpe nicht überholt habe. Da ist natürlich auch immer noch Streuung mit drin, je nachdem. Wir gucken uns jetzt mal den Vorhub an, wie gesagt, wie das genau geht. Da gibt es ein Video, verlinke ich nochmal hier oben. Ich lasse das jetzt einfach mit Zeitraffer mitlaufen. Das spart mir nachher auch viel Arbeit am Schneiden. Ein kleines Summarum. Ich habe die Pumpe jetzt hier aufgespannt, damit das Öl noch mal rauslaufen kann und das ganze Diesel, das drin ist. Also die hing eben schon auf der anderen Seite. Dass hier aus der Zulaufbohrung alles rauslaufen kann, was oben im Gehäuse steht. Ja, ich würde sagen, das passt soweit wieder. Vorhub hat ja auch gestimmt. Da musste ich nur ein bisschen was nachstellen. Das war jetzt aber nicht so tragisch. Also lag das Problem, dass der irgendwie nur auf sporadisch ein paar Zylindern lief, wohl an den falsch sitzenden Elementen. Das passt jetzt aber auch wieder. Dicht scheint sie mir auch zu sein. Es ist nämlich nichts rausgelaufen gekommen oder so. Das Öl ist genauso, wie ich es reingemacht habe. Ich werde das Ding jetzt verpacken und dann macht sich die Pumpe bald auf den Rückweg zu dir. Ich hoffe, du kannst sie einbauen und ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool, wenn du mal ein Handyvideo davon machst, ob er denn läuft und mir das zuschickst. Vielleicht mache ich da ja so ein Feedback dann auf dem Kanal. Ist doch auch mal was Cooles. Das
ist so mega ungewohnt. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, auch nochmal eine neue Kamera. Und die hat ein Weitwinkelobjektiv mit drin und ich kann so nah da vorne dran stehen und es ist trotzdem okay. Zudem filme ich mittlerweile in 4K. Dürfte auf den Smartphones jetzt nicht so auffallen, aber vielleicht, wenn man dann irgendwann mal auf den Fernseher oder so guckt. Ja, es gibt viele News tatsächlich. Neue Kamera, neues Mikrofon, keine Ahnung, ob man das hier da so sieht. Da an mir so ein Clip-Mikrofon mit Funk tatsächlich, richtig geil. Ich lasse mir momentan ein neues Logo designen für meinen Kanal, für ein cooleres Branding. Hab mir eine Patreon-Seite erstellt. Da könnt ihr gerne mal vorbeikommen, da könnt ihr mich unterstützen. Ich bin am Planen, dass ich bald neue T-Shirts rausbringe mit dem neuen Logo und dass ihr Tassen bekommen könnt mit dem Logo. So ein bisschen Merchandise, sage ich mal. Auch wenn es keiner wollte, jetzt gibt es bald. Also da könnt ihr euch echt drauf freuen. Ihr werdet mich dann wahrscheinlich auch öfter mit der Schrauber-Channel-Kaffeetaste durch die Gegend laufen sehen. Deswegen würde ich mich auch wirklich freuen, wenn du dieses Video liken würdest und abonnieren würdest. Abonnieren ist kostenlos. Und du kannst dich natürlich auch jederzeit wieder umentscheiden, wenn dir mein Content nicht mehr gefällt. Also gib mir die Chance. Ich glaube, nur 5% von den Leuten, die meine Videos gucken, sind wirklich Abonnenten von mir. Das finde ich eigentlich ganz schade. Ihr unterstützt damit mich und kriegt natürlich auch immer mit, wenn denn was Neues von mir rauskommt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis dann. Euer Dominik.